Einen wunderschönen. Es ist Freitag, der 15. März und diese Woche konnte man viel Spaß haben, wenn man der Auffassung war, dass das, was die Union da gesagt hat, Sarkasmus war und nicht ernst gemeint. Konkret rede ich über den gestrigen Tag. Da sollte es eigentlich Diskussionen und Debatten und Abstimmungen vor allen Dingen geben zum Thema Homo-Ehe, also Gleichberechtigung von gleichgeschlechtlichen Lebenspaaren. Die haben auch heute schon die gleichen Pflichten wie eine normale Ehe. Die müssen füreinander da sein, die müssen dann füreinander sorgen, die müssen füreinander bezahlen. Aber sie haben längst nicht die gleichen Rechte. Und die Union hat ja beschlossen, sich Familienmodellen des 16. Jahrhunderts weiterhin verpflichtet zu fühlen. Und deswegen meinte sie, könne darüber jetzt nicht abgestimmt werden, obwohl das Bundesverfassungsgericht im Januar so klar gesagt hat, wo die Reise hingeht. Aber die CDU macht die drei Affen, nichts hören, nichts sehen, nichts sagen. Die FDP hat ganz klare Kante gezeigt gegen die Position der Union, hat ganz klar sich dafür ausgesprochen, endlich Gleichberechtigung zu schaffen und dann was gemacht? Gegen Beschlussfassung gestimmt. Und das ist natürlich eine eigenartige Nummer. Wenn man einerseits sagt, wir haben hier großen und dringenden Veränderungsbedarf und auf der anderen Seite dann aber nichts dafür tut, das ist unglaubwürdig und Blödsinn. Und wirklich schlimm gewesen ist, was da die Kollegen der Union im Namen der Union gemacht haben. Sie haben gleichgeschlechtliche Ehepaare verleugnet, beschimpft und mit übelsten Homophoben, also das war so schrecklich, das kann man sich gar nicht vorstellen. Es gab im Parlament eine Situation, die habe ich noch nicht erlebt. Das gesamte Plenum klatscht, außer der CDU. Die haben so Dresche gekriegt für ihre Vorgestern-Haltung. Selbst in der CDU gab es wirklich so viele, die peinlich berührt waren von dem, was ihre eigenen Leute da vorgetragen haben. Aber naja, so ist es. Wir sind für eine komplette Gleichberechtigung aller Lebensformen, die es da gibt auf dieser Welt. Wenn man gleiche Rechte hat, weil man gleiche Pflichten hat, dann ist es das Normalste der Welt. Dafür werden wir auch nächste Woche streiten. Hier im Deutschen Bundestag ist nämlich wieder Sitzungswoche. Und worüber wir uns noch unterhalten nächste Woche, darüber rede ich nächste Woche im Freitag ab 1. Bis dann, eine gute Zeit. Tschüss.